Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 158 von Arborion. Ja, hier sind wir in der Albatros, daneben ist die Elch. Ich habe in dem Sektor aufgeräumt gehabt. Ich habe dann gedacht, ich habe, glaube ich, einen Abwracker drauf gehabt, habe den eingesetzt und habe dann gesagt, bleib mal im Sektor und ich mache das. Dann bin ich aber in die Drohne reingesprungen und der hat dann irgendwo anders abgewrackt, aber nicht in dem Sektor, wo wir das abgebaut haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe noch, kann man das hier sehen? Nee, nicht auf I war es, ne? Nee, da ist es auch nicht. Auf B müssen wir gehen. Und hier auf Waffen. Ich meine, ich hätte noch zwei Waffen vielleicht eingesammelt. Vielleicht, es waren rote auf jeden Fall, das weiß ich noch. Aber welche Feuerstoß-Pulsgeschütz? Ne, welche weiß ich jetzt auch nicht mehr. Bergbauer war es auf jeden Fall nicht. Ich schätze mal eins hier oder dieser waren es. Aber dann ist der dann weggesprungen und da habe ich auch gedacht, na super, das hat ja gut geklappt. Ja, dann würde ich aber sagen, am Intro schauen wir uns das hier mal weiter an mit dem Elch und mit dem Albatros hier und so. Mal gucken, was wir da noch machen können. Also, bis gleich. Ja, ich gucken wir mal gerade auf die Karte, dann kann man das nämlich sehen. Ich habe dann, glaube auch, also hier seht ihr das, der hat dann jetzt, was, ne, abbauen ist es gar nicht, der macht Bergbau, oder? Ist es abbauen? Abbauen ist das, ne, oder? Oder war ich hier? Boah, jetzt bin ich gerade wirklich, nein, ich war vorne an der Grenze, ne, da war der Angriff, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mehr. Okay, aber auf jeden Fall haben wir hier zwei, drei Aufgaben, wie ihr seht, an den Schiffen. Wir sind momentan hier an diesen Albatros und dem Elch, die hier sind. Wir sollten mal reingucken, was der Albatros und der Elch machen können. Personal sehen wir hier, ne? Albatros, der ist mit Distanz-Doppelshooter ausgestattet in drei Phasoren und da ist ein Reparaturlaser. Und hier haben wir einen Händler als Kapitän. Okay, das würde bedeuten, eigentlich ist das der richtige Mann, der in dem Bereich, wo wir neutral sind, anfängt zu handeln, ne? Händler. Dann gehen wir doch nochmal auf eine Karte. Und hier ist der Bereich, wo die sind. Diese Fraktion ist auch neutral. Eigentlich sollten wir vielleicht in diesem Bereich einfach kommen. Die Ode oder so ähnlich. Ah ne, das sind andere, das sind zwei verschiedene, okay. Aber wir können denen ja trotzdem mal die Aufgabe geben. Und dafür müsste er allerdings, glaube ich, ein bisschen springen. Hat er hier den Auftrag, dem Albatros zu folgen? Gibt es hier den Auftrag? Abbauen, abwracken. Ach, hier ist abwracken. Da. Raffinerien, Besorgung, Verkaufen, Handel, Versorgung von Brecken, Expedition, Torpedo aufstocken. Nee, ich glaube, diese Aufgabe gibt's nur hier, ne? Schiff brauche ich nicht betreten, sondern ich muss nur F drücken. Befehle. Mich eskortieren. So, das hat er jetzt auf jeden Fall drin. Vielleicht war es drin, ich weiß es nicht. Und dann gehen wir in die Karte und sagen dem Albatros, er möge sich doch mal hier hoch bewegen. Und ich würde ihn jetzt mal in diese Richtung schicken, dass er da ist. Und wenn er dort ist, soll er dann da Handel treiben. Müsste eigentlich funktionieren so, ne? Er fliegt schon los. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt die Karte gleich weg, weil ein Sprungbild da ist, oder? Ja, genau so ist es. Der ist natürlich jetzt sehr beschäftigt. Ich hoffe, dass der Elch... Ah, der ist wohl da gerade auch reingesprungen. Hoffe ich. Der Elch ist schon fertig. Ah, er jetzt auch. Kann man denn ehrlich jetzt sehen, dass er hinterherkommt? Da ist er. Okay.
Geht auch lustig weiter. Der Elch lädt gerade auf. Hier geht der Hyperraumsprung auch los. Das passt alles soweit. Noch ein Sprung, glaube ich, ne? Dann ist es durch. Wir müssten das Verhalten der Schiffe noch klären, ne? Da ist er gekommen, okay. Jetzt ist kein Sprung mehr angesagt, ne? Nein. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir könnten aber einmal in das Schiff gucken, in den Elch, wie der ausgerüstet ist. Der hat seine Aufgabe ja noch. Er hat hier erstmal ein Dingens, der noch was braucht. Und Doppelshooter und Verteidigungslaser ist das hier. Das würde bedeuten, er könnte hier eigentlich Subsysteme sind zwei möglich, sind aber keine drinne. Schildwiderstandskraft plus 48.000. Ich glaube, wir haben ja gar keine Schilde drinne, kann das sein? Bergbau, folgendes Schild, festigender Schildionisierer. Okay. Geschützkontrollsystem, dann können wir mehr Geschütze einbauen, ist klar. Scannerbooster. Schnell, Ladebatteriebooster. Höchstgeschwindigkeitsbrücke. Kontrollsystem, ist klar. Noch eins. Noch eins. Autogeschützturmslots. Eigentlich ist das hier gut. Dreikopfhydra. Raumsteiger erfüllen. Okay. Wollen wir nicht. Traktorstahl-Upgrade. Nee. Der Detektor ist jetzt auch nicht gerade hierfür wichtig. Ich glaube, wir machen hier 2, 1. 578. 482. 482. Energieverbrauch plus 192. Okay. 208. Autogeschütztürme 3. Ich glaube, wir bauen mal da einen von rein. Installieren den fest. Und was können wir da noch machen? Da machen wir noch ein Schild rein dann. Ionisiert den Schild gegen ankommende Schaden. Reduziert den ankommenden Schaden von Waffen des Typs Antimaterie. Was haben wir hier? Grenadierender Beschützer. Na, der ist ja ordentlich hier, ne? Ich glaube, wir nehmen den hier. Bauen den fest rein. Gucken dann noch mal hier. Strom ist wohl genug da. Gehen dann da raus. Ne, müssen noch mal ins Baumodus. Gehen hier rein und können ja dann tatsächlich noch. Wie viele Slots haben wir denn jetzt mehr gekriegt? Doppelshooter. Haben wir überhaupt Dingens? Wie heißt es? Ein Schutzschild. Ich schätze mal, wir haben gar kein Schutzschild hier drinnen, ne, oder? Kann man gar nicht. Schild da, doch. Ja. Baumodus. Waffe. Freistoß, Feuerstoß, Pulsgeschütz, bewaffnet. Automatisches Zielen, das ist doch hier das Richtige, oder?
muss ich wohl das Fenster zumachen. Er fliegt so rum. Und hat da noch einen Geschützturm frei, oder Platz frei. Was haben wir da noch? Nehmen wir den noch und setzen den da unten hin. Geht auch. Da ist auch noch ein Platz frei. Geht er denn da noch hin? Geht er auch noch hin? Haben wir da noch einen Platz frei? Das ist ein Bergbauer. Seltenheit sortieren wir jetzt mal. Plasma und Schild. Gucken, ob der da noch hingeht. Okay. Ich hätte jetzt nicht gerechnet damit, dass da so viele Waffen reinpassen. Aber ich glaube, das lassen wir hier erstmal so. Und gehen jetzt hier aus dem Baumenü raus. Gehen hier rein und müssen jetzt hier die Gruppen machen, ne? Oder wie war das? Aber automatisch feuern an aus. Können wir doch alles machen, oder? Geht das bei dem nicht? Nicht genug Autogeschützturm-Slots. Okay, alles klar, das ist ja nicht so schön, aber Distanz-Doppelshooter. Aber eigentlich, wenn hier doch ein Kapitän drin ist, macht der das doch für uns, oder? Der schießt doch dann. Automatisches Zielen. Kanoniere. So, jetzt haben wir das ausgemacht. Was haben wir denn hier? Eine Distanz-Duo-Flak. Splitter, Raumhäher, Torpedos. Das läuft sowieso, glaube ich, automatisch, ne? Hier, oder? Das sind defensive Waffen, ne? Ja. Das sind hier die offensive. PPNP Ghostly Buster. Wenn ich hier das mache, dann ist es ja sowieso eine Waffe. Dann machen wir hier noch die zweite Waffe automatisch und der Rest ist dann so. Und ich hoffe, ja, der Kapitän macht den Rest. So. Dann können wir das jetzt hier schließen. Er hat immer noch seine Aufgabe da oben. Aber warte mal. Crew. Pechvogel. Ne, abziehen will ich den nicht. Dann will ich schließlich die Pechvogel kommen, wenn wir beschädigt werden. Längere Periode weniger Ertrag beim Raffinieren. Schneller Durchführung von Befehlen, geringeres Gehalt, okay. Erfahrungsfortschritt 0%. Da ist der Levelanstieg zu sehen. Arbeitskraft, Auto zuweisen, das ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Fracht, Energie. Ja, muss so bleiben erstmal, ne? Stats zeigen, verstecken. Ach so, okay. Gut, das können wir so lassen. Gehen jetzt erstmal da rein und gehen in das andere Schiff. Ach, super, das hat gut geklappt. Ich wollte in Albatros einsteigen und nicht da aussteigen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. So, hier gucken wir dann auch mal gerade rein. Titan-Bergbaugeschützturm. Der ist ja hier zum Handeln da, ne? Gehen wir erstmal nochmal. Ne, das war schon richtig, nur ein anderer Reiter hier. Ja, hier sind ja auch einige Felder frei, die wir überlegen können, ne? Wir haben hier kein Handelssystem drin. Das wäre dann schon mal sehr wichtig, dass wir ein Handelssystem hier drin haben und das einer hohen Qualität. So wie es aussieht, haben wir ja gar keins, oder? Schon mal schlecht. Was gibt's hier im Sektor? Handelsposten, Reparaturdock, Ressourcendepot. Leider kein Ausrüstungsdock. Aber
Aber lass uns mal gerade gucken, wer ist denn diese Fraktion hier? Die sind wir neutral. Das bedeutet, hier können wir das machen, was der Thomas schon gesagt hat. Wir fliegen jetzt. Ist das das nächste Handelsdepot? Ich will es hoffen, ne? Das ist wohl da. 61, na super. Das ist 100, das ist noch weiter. Dann ist es wahrscheinlich das nächste, ne? Dann fliegen wir da mal gerade hin und werden da mal den Handel betreiben, um dass wir die Neutralität ein bisschen verbessern. Gucken wir mal, dass wir es hinkriegen, ne? Und dann suchen wir einen Ausrüstungsdock und gucken zu, dass wir das hinkriegen, dass wir ein bisschen was hinkriegen mit dem. Ja, kaufen der guten Sachen. Na, jetzt haben wir gerade hier nicht so viel Saft auf dem Schiff, ne? Naja, wird schon werden, ne? Wo sind hier die Docks? Da, wo ich drauf zugesteuert hat, war natürlich keins, ne? Ist klar. So, wir sind angedockt. Güter handeln. So, jetzt hat der Thomas Steele geschrieben, das, was wir reinstecken, damit werden wir den Wert davon, wird das sich verbessern, verschlechtern. So, ich könnte jetzt hier. Wie können wir laden? Steht das hier irgendwo? Nee, ne? Doch, maximal da. Schade, dass man das nicht anklicken kann. 4, 4, 7, 5. Kaufen wir. Und dann haben wir 5.235 verbessert. Ich habe aber nur 23 gekauft. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Wieso kann ich denn jetzt hier nicht. Oder die haben maximal, alles klar. Okay, ich kann nur 23 wahrscheinlich kaufen und verkaufen. So, da haben wir jetzt schon 10.000 dazu gekriegt, ne? Ist hier aber noch neutral. Jetzt wieder kaufen. Körperpanzerung war das. Ja, ich kann nur 23 kaufen. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Schummeln wir uns ein bisschen dahin. Ja, werden schon gute Zahlen hier, ne, oder? Wir sind schon auf gut. Ja. Vielleicht kriegen wir auch noch ausgezeichnet hin, ne? Ne, haben wir nicht. Dann kaufen wir die nochmal. Verkaufen die nochmal. 8000. Ja, ausgezeichnet kriegen wir wahrscheinlich gar nicht hin, oder? Mal verkaufen. Jetzt, lass uns mal hier reingucken, das schließen, hier reingucken und da rein. Und das sind bis Beziehung ist 65.000, das hat der Thomas auch geschrieben, mehr geht nicht, ne? Dann passt das erstmal. Aber da sind wir ja schon mal zufrieden mit, denke ich. Jetzt gehen wir einmal auf die Map und dann sind das diese hoffentlich, ne? Ne, sind sie nicht. Wer war es jetzt? Diese? Die Odevo-Dippe. Ja, keine Ahnung, ob die es waren oder nicht. Wir schauen mal gerade hier oben links nach dem Ausrüstungsdock. Und da gibt es auch eins, oder? Ne, gibt es keins. Wieso? Achso, weil ich da oben jetzt drin stecke, kann ich hier nicht reinzoomen, ne? So ein Shit. Aber wir haben ja hier Ausrüstungsdocks, ne? Ne, das ist ein Casino.
So, dann ist vorbei und da ist ein Ausrüstungsdock. Naja, das ist aber auch nicht weit weg. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal dahin, gucken, was wir da kriegen können, wo wir hier schon in der Nähe sind und schauen dann weiter in der nächsten Folge, ne? Ich sollte das mit dem Kaufen und Handeln machen, das habe ich getan. Ich habe, ja, wenn ich das mal alles jetzt noch auf der Kette gerade kriege, ne? Ausrüstungsdock war anzufliegen, das war klar. Ich wollte Xanion-Geschichten kaufen. Ja, müssen wir mal gucken. Machen wir in der nächsten Folge, ne? Wir haben ja jetzt erstmal diese Runde voll. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Orb habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.